wo geht das internationale Finanzkapital, das hier in ganz Europa hier die Zukunft unsere Zukunft verbaut. Und nicht nur in ganz Europa, sondern auf der ganzen Welt. Ein Freund von mir ist jetzt gerade, eine Freundin von uns, habe ich nicht gesehen. Zu Herzen genommen. In der letzten Woche war wieder viel Scheinheiligkeit. Da habt ihr auch viel beizutragen, sicher. Und zu Herrn Kretschmann kommen wir in dem Zusammenhang auch noch. Da beklagt die Stuttgarter Zeitung am Mittwoch, die Hilfen für die Schleckerfrauen seien eine Vergeudung von Steuergeld. Das schreibt die Zeitung, deren Köpfe jahrelang mit Stuttgart 21 eine der maßlosesten Vergeudungen von Steuergeld das Wort geschrieben haben und auch jetzt eine aufklärende Berichterstattung beim Stressbetrug verweigern. Die schweigen, wo wir Steuerzahler immer weiter in eine Situation der Erpressbarkeit geraten, je mehr Fakten geschaffen werden. Jeder weiß doch, dass Züblin und Hochtief die Aufträge nur übernommen haben, weil sie uns später à la Elbphilharmonie gnadenlos abzocken können. Das, liebe Freundinnen und Freunde, das ist milliardenschwere Steuerverschwendung und nicht die verweigerte Hilfe an die 11.000 Schleckerfrauen. Kula Singh, die Schlecker-Betriebsratsvorsitzende und viele ihrer Kolleginnen haben uns gegen Stuttgart 21 unterstützt. Liebe Kula, wenn du auch heute wieder hier sein solltest, geh davon aus, dass diese Ungerechtigkeit ein Grund mehr für uns ist, im Kampf gegen dieses perverse Projekt nicht nachzulassen. Scheinheilig ist auch, was wir in den letzten Wochen zum Thema Bürgerbeteiligung erlebt haben. Herr Ramsauer stellt in Berlin ein Handbuch Bürgerbeteiligung bei Großprojekten vor und die SPD singt im Bundestag das hohe Lied auf neue Partizipationsformen, verspricht mehr Ehrlichkeit und immer der Bezug zu Stuttgart 21. Und hier vor Ort, wo Sie das alles praktizieren könnten, bügeln Sie jede Bürgerbeteiligung im Ansatz ab. Nach dem verweigerten Bürgerbegehren 2007 haben CDU und SPD am Donnerstag auch das zweite Bürgerbegehren vom letzten Frühjahr blockiert, für das Zehntausende Stuttgarter unterschrieben hatten, sodass die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens jetzt gegen die Stadt beim Verwaltungsgericht Stuttgart klagen müssen. Was uns Grün-Rot und Frau Erler, ihres Zeichens Staatsrätin für Bürgerbeteiligung, auf den Filtern anbieten, eine Farce. Keinerlei Einfluss auf den Rahmen, den Verlauf, die Tagesordnung, die Teilnehmer, die Auswahl des Moderators und erst recht nicht auf das Ergebnis. Da waren wir ja selbst bei der Geißlerschlichtung schon weiter. Warum ist die Volksabstimmung immer wieder ein Argument gegen die Wahrheitsfindung? Warum behindert Kretschmann eine neutrale Begutachtung des Stresstests? Und unsere Leitmedien. Wenn Stuttgart 21 ein massiver Rückbau des Bahnverkehrs ist, dann müsste das journalistische Adrenalin doch nur so einschießen. Die Aufklärung wird behindert, weil viel auf dem Spiel steht für diese Herrschaften. Sie müssten zugeben, dass das Volk unter falschen Voraussetzungen abgestimmt hat. Sie müssten zugeben, dass der Schlossgarten umsonst dran glauben musste und dass mit der Volksabstimmung nicht der letzte Entscheid des Volkes eingeholt, sondern die Koalition gesichert werden sollte. Machen Sie lieber reinen Tisch, Herr Kretschmann. Der Stresstest war eine Täuschung von vorn bis hinten. Der Kostendeckel ist längst durchbrochen. Und auch heute wieder ist was rausgekommen. Verzögerungen und Kostensteigerungen um mindestens 80% bei den SSB-Kreuzungen, bevor sie überhaupt angefangen haben. Ja.
und Winnie Herrmann. Winnie Herrmann, jetzt raus aus der Deckung, das neue neutrale Gutachten zum Stresstest beauftragen. Du weißt doch, wer sich aus dem Fenster lehnt, kriegt Gegenwind, aber auch Rückenwind. Und zwar von uns. War geplant. Hans, das ist heute. Liebe Freunde und Mitstreiter für den Erhalt des Stuttgarter Kopfbahnhofes. Wie schon berichtet, haben wir Ingenieure 22 ein Gutachten zur Personenstromanalyse ausgewertet, in dem die Bahn selber 1997 für den Tiefbahnhof 30 Züge je Stunde in der Hauptverkehrszeit vorgibt. Die Bahn plante also von Anfang an einen Rückbau des Eisenbahnknotens Stuttgart. Hui! Verkehrsminister Herrmann hat zugesichert, das werde überprüft. Daraufhin schrieb das MVI, nach Rücksprache mit der Fachabteilung im MVI ist dazu zu sagen, dass die Analyse sich lediglich auf die Infrastruktur des Bahnhofes, Treppen, Aufzüge, Bahnsteige bezieht und dabei ein Personenaufkommen von 30 Zügen zugrunde legt. Ist das die ganze vom Verkehrsminister zugesicherte Prüfung? Eine Personenstromanalyse zur Bemessung von Bahnsteigen, Treppen, Aufzügen und so weiter macht doch nur Sinn, wenn die maximalen Personenströme zugrunde gelegt werden. Diese sind aber unmittelbar abhängig von der maximalen Zugzahl in der Spitzenstunde. Das ist doch wohl nachvollziehbar. So schreiben das übrigens auch die Regeln zur Bemessung von Flucht- und Rettungswegen vor. Aus 30 Zügen je Stunde ergibt sich eine bestimmte Anzahl von Personenbewegungen im Bahnhof, für die dieser ausgelegt sein muss. Erhöht sich die Anzahl der Züge etwa um 63% auf jene 49 Züge, wie von der Bahn im Stresstest vorgegaukelt, so erhöht sich selbstredend auch der Personenstrom im gleichen Maße. Und der Bahnhof wäre viel zu klein, um die größere Masse an Fahrgästen zu bewältigen. Es sei denn, die über 30 hinausgehenden Züge würden alle leer fahren. Welchen Grund also sollte die Bahn 1997 gehabt haben, dem beauftragten Gutachter eine viel niedrigere Zugzahl anzugeben, als tatsächlich geplant war? Dafür wird die Bahn die Erklärung schuldig bleiben. Dazu schweigen die Herren in der Fachabteilung des MVI. Projektsprecher Dietrich sagt lieber gar nichts. Und Bahntechnikvorstand Käfer verweist auf SMA, die doch gar nichts mit dieser Vorgabe der Bahn von 1997 zu tun haben. Schweigen ist auch eine Antwort. Damit ist erwiesen, der achtgleisige Tiefbahnhof war von Anfang an für eine Leistung von lediglich 30 Zügen in der Spitzenstunde ausgelegt. Das bedeutet Rückbau. Das bedeutet Rückbau, denn der bestehende Kopfbahnhof bewältigt 50 Züge je Stunde und ist mit geringem Kostenaufwand auf 56 Züge je Stunde erweiterbar, wie vom VBW bestätigt. Selbst nach der Kappung von 4 Gleisen, unter anderem wegen des eingebrochenen Gleisdachs, erfüllt er immer noch seine Aufgabe problemlos. Leistungsreserven, die es im Tiefbahnhof nicht gibt. In die gleiche Richtung geht das Schwanhäuser Gutachten von 1997, das dem achtgleisigen Tiefbahnhof eine maximale Leistungsfähigkeit von 32 bis 35 Zügen und eine obere Grenzleistung von 39 Zügen je Stunde bescheiden. Auch dem Planfeststellungsbeschluss 1.1 liegt diese Zugzahl zugrunde. Die 49 Züge der Stresstests sind hochmanipuliert und eine unerhörte Täuschung der Öffentlichkeit. Online.
uns jetzt doch die Frage, wie dringen wir denn mit unseren Informationen, mit unseren Erkenntnissen angesichts dieser gläsernen Decke der Infoblockade überhaupt noch durch? Wie können wir uns wirklich hörbar machen und auch wahrgenommen werden in der Kultur des Gehörtwerdens, die doch neuerdings immer propagiert wird? Wir haben unsere Demos als ein Stück Gegenöffentlichkeit. Wir haben das Netz, in dem wir ja schon sehr aktiv sind, und wir haben demnächst in Stuttgart Oberbürgermeisterwahlkampf. Eine große Chance, wie wir meinen, dass Stuttgart, das Thema Stuttgart 21 wieder nachdrücklich auf die Tagesordnung zu setzen, von der einige sehr angestrengt bemüht sind, es wieder runterzubekommen. Das sollte unser gemeinsames Ziel sein, den Wahlkampf zu nutzen, um das Thema Stuttgart 21 wieder mit großem Elan auf die Tagesordnung der Diskussionen zu rücken. Ansonsten gibt es sehr viele unterschiedliche Sichtweisen, wie wir uns zu dieser Oberbürgermeisterwahl verhalten sollten. Und angesichts dieser unterschiedlichen Sichtweisen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll und sehr nützlich, dass wir tolerant miteinander umgehen. Man kann das so oder so sehen, man kann den Kandidaten befürworten, man kann dafür sein, einen eigenen aufs Schild zu heben. All das sollten wir mit der uns gewohnten inneren Toleranz diskutieren, erörtern und zusammen am Ende ein möglichst starkes Votum gegen Stuttgart 21 in diesem OB-Wahlkampf zur Geltung bringen. Das Aktionsbündnis wird sich deswegen nicht für oder gegen einen Kandidaten festlegen, aber es wird sie, die Kandidaten, in die Mangel nehmen. Sie sollen sagen, was sie als OB gegen Stuttgart 21 machen würden, und das ist eine ganze Menge. Natürlich kann kein OB angesichts der Mehrheiten im Gemeinderat das Projekt einfach stoppen. Aber er hat eine politische Stimme mit Gewicht. Mit der kann er alles wegschweigen, wie das Herr Kretschmann gemacht hat, oder er kann sie erheben, diese Stimme. Daran werden wir die Kandidaten und Kandidatinnen messen. Dann wird sich Spreu von Weizen trennen und wir können so unsere Entscheidung treffen. Bevor dazu gleich Klaus Arnoldi reden wird, welche Themen da wichtig sind, wie sich das mit dem Regionalverkehr verbindet. Hier noch im Telegram-Stil, das, was bei jeder Montags-Demo-Pflichtprogramm ist, Termine und Infos. Der Vorsitzender des VCD Baden-Württemberg und für den VCD im Aktionsbündnis sein Thema Regionalverkehr im Würgegriff. Klaus. Vielen Dank. Liebe Freunde des Kopfbahnhofs, ich möchte zuerst vorab auch noch etwas zu den Montagsdemos sagen. Die Befürworter von Stuttgart 21 hätten gerne, dass wir nach der Volksabstimmung mit dem Demonstrieren aufhören. So als hätten wir kein Recht mehr, gegen dieses Wahnsinnsprojekt zu demonstrieren. Noch ist Stuttgart 21 nicht gebaut. Auch das Aktionsbündnis wird sich nicht auflösen. Und es ist wichtig, dass es Sie, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt, die diesen Wahnsinn weiterhin beobachtet. Und dazu gehören auch diese Demonstrationen und andere Formen des Protests. Wir sollten auch immer wieder die Befürworter daran erinnern, dass Stuttgart 21 kein Projekt des Bundesschienenausbaugesetzes ist, sondern ein rein privatwirtschaftliches Projekt der Deutschen Bahn und der CDU-nahen Wirtschaft hier in dieser Stadt und im Land. Stuttgart 21 ist ein städtebauliches Projekt, kein Bahnprojekt. Die Bahn soll nur im Untergrund verschwinden, damit oben ein neues Stadtviertel gebaut werden kann. Aber was gut ist für den Städtebau, liebe Freunde, das ist nicht gut für den Schienenverkehr und auch nicht gut für die Reisenden. Das Ergebnis der Volksabstimmung müssen wir hinnehmen. Aber ich sage das hier auch nochmal ganz deutlich, mit dieser Volksabstimmung wird aus einem Mucksprojekt kein gutes Projekt. Und die vielen Mängel, die Stuttgart 21 hat, sind immer noch nicht beseitigt.
Ich will hier nur ein paar Beispiele nennen. Das ist die viel zu geringe Leistung dieses Durchgangsbahnhofs. Mein Vorredner hat das eben sehr anschaulich ausgeführt. Es sind die Sicherheitsmängel im Bahnhof selbst. Es sind die zu schmalen Bahnsteige. Es ist das fehlende Notfallkonzept für die S-Bahn. Und wir haben den Murks auf den Filtern, den mittlerweile ja auch die Bahn einräumt. Zur Kostenentwicklung. Liebe Freunde, wir haben vor der Volksabstimmung immer gesagt, Stuttgart 21 ist schön gerechnet und für 4,5 Milliarden nicht zu haben. Und dass dieses Versprechen nicht zu halten ist, das haben wir kurz nach der Volksabstimmung einfach feststellen müssen. In der letzten Lenkungskreissitzung musste die Bahn eingestehen, dass Stuttgart 21 wieder 240 Millionen teuer wird. Und darin sind die Mehrkosten für die Verbesserung aus der Schlichtung noch nicht enthalten. Nach wie vor wird darüber gestritten, wer die 80 Millionen für die Nachbesserung übernehmen soll. Wir müssen aufpassen, dass die CDU und natürlich diese baden-württembergische SPD, die für meine Begriffe in der Landesregierung immer noch nicht richtig angekommen ist, unter dem Vorwand, wer mehr haben will, muss auch mehr bezahlen, dass nicht noch mehr Steuergelder in dieses Prestigeprojekt hineingesteckt wird. Jawohl. Wir müssen lautstark protestieren, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, wenn die Bahn noch mehr Geld einfordert. Und wir müssen unseren grünen Ministerpräsidenten immer wieder an sein Versprechen erinnern, dass das Land keinen Cent mehr als die vereinbarten Kosten an Stuttgart 21 bezahlen wird. Es gibt überall schon Anzeichen dafür, insbesondere bei der SPD, dass man für jede Nachbesserung auch noch mehr Geld auf den Tisch legt. Und das kann nicht sein. Meine Damen und Herren, Stuttgart 21 schadet dem ganzen Land. Der Bau von Stuttgart 21 geht zu Lasten des Ausbaus der Schiene und eines besseren Nahverkehrs. So wurde erst kürzlich bekannt, dass der Umbau des Mannheimer Bahnknoten zurückgestellt werden muss, aus Kostengründen. Die zweite Ausbaustufe der S-Bahn Mannheim kann deswegen nicht gebaut werden. Und wollen wir doch mal sehen, was mit dem versprochenen Ausbau der Gäubahn und der Elektrifizierung der Südbahn passiert. Da bin ich wirklich gespannt. Das Thema Kosten wird uns auch bei dem Nahverkehr nochmal einholen. So will die Bahn jetzt die Preise für den Regionalverkehr, also die Trassenpreise und die Stationspreise, massiv erhöhen. Die DB Regio will in diesem Jahr 12 Millionen Euro und im nächsten Jahr 50 Millionen Euro mehr vom Land haben für die gleiche Anzahl der Züge, die heute auf unseren Schienen verkehren. Und wenn die Bahn sich bei diesen Forderungen durchsetzt, müsste das Land 9 Millionen Zugkilometer, und das sind circa 10% der Verkehrsleistungen auf der Schiene, abbestellen. Überhaupt die Diskussion von Zugabbestellungen ist in dieser Zeit, wo sich die Benzinpreise und das Öl ständig verteuern, die Ölressourcen knapper werden und die Umweltverschmutzung zunehmen, die absolut falsche Debatte. Dabei ist es in der Tat so, wir zahlen hier im Land Baden-Württemberg schon wesentlich mehr für den Schienennahverkehr, als dies in anderen Bundesländern der Fall ist. Wir könnten einen deutlich besseren Nahverkehr haben, wäre da nicht der große Verkehrsvertrag,
den die alte CDU-Landesregierung exklusiv und ohne Ausschreibung mit der Bahn abgeschlossen hat, um Stuttgart 21 zu finanzieren. Hätte das Land diesen Regionalverkehr ausgeschrieben, dann wäre er wesentlich billiger und wir hätten auch eine Konkurrenz auf der Schiene, die wir heute nicht haben. Auch das ist so eine Altlast dieser CDU-Landesregierung und dieser Nahverkehrsvertrag hat unter anderem auch Stefan Mappus mitverhandelt. Wir fordern deshalb den grünen Verkehrsminister Herrmann auf, keinen Cent mehr an die Bahn für die gleichen Leistungen, die sie bisher erbracht hat, zu überweisen. Liebe Freunde, tatsächlich ist es so, die Deutsche Bahn verdient sich dumm und dämlich an den Trassengebühren. Bei der Bilanzpressekonferenz Ende März verkündete die Bahn, dass sie eine Milliarde Gewinn aus Trassen- und Stationsgebühren und weitere 800 Millionen aus dem Regionalverkehr erwirtschaftet hat. Das heißt, der größte Teil ihres Gewinns erwirtschaftet die Bahn im Bereich Schienennetz und Nahverkehr, also in dem Bereich, der zur staatlichen Vorsorge zählt. Und anstatt dieses Geld, diese Gewinne in Deutschland zu reinvestieren, beispielsweise in den Ausbau der Schiene, in den Knoten Mannheim, den ich eben erwähnt habe, oder in den Ausbau der Gäubahn, geht die Bahn hin und kauft im Ausland immer mehr Logistikunternehmen auf, weil Grube den Ehrgeiz hat, der weltgrößte Mobilitäts- und Logistikkonzern zu werden. Ich habe den Eindruck, dass Grube versucht, was Schrempf misslungen ist, nämlich einen Weltkonzern aufzubauen, das will er jetzt mit der Deutschen Bahn und den Steuergeldern machen. Die Privatisierung der Bahn ist ein Paradebeispiel für eine fehlerhafte neoliberale Politik des letzten Jahrhunderts. Die alte Bundesbahn wurde ständig wegen der angeblich zu hohen Subventionen gegeißelt. Die Deutsche Bahn AG ist heute eine Geldwaschmaschine, wo Steuergelder in privatwirtschaftliche Gewinne umgewandelt werden und niemand in der Politik regt sich darüber auf. Deswegen sage ich hier nochmals, keinen Cent mehr für Stuttgart 21 und keinen Euro mehr für den regionalen Schienenverkehr. Die Deutsche Bahn kassiert genug öffentliche Steuergelder und damit muss endlich Schluss sein. Noch einen Punkt möchte ich ansprechen, das Planfeststellungsverfahren auf den Feldern. Es ist noch nicht eröffnet. Und die Bahn und auch das Land will eine öffentliche Beteiligung. Wir als Aktionsbündnis wollen an diesem Verfahren teilhaben. Die Planungen auf den Feldern sind Murks und ich erinnere nur daran, dieser neue Bahnhof, der für den Fernverkehr gebaut werden soll, liegt 28 Meter unter der Erde und an der Flughafen S-Bahn soll ein Gleis zurückgebaut werden für die S-Bahn. Glücklicherweise ist es aber so, dass selbst die Bahn eingesehen hat, dass das ein Unsinn ist. Uns geht es jetzt darum, ob wir hier Verbesserungen an der Planung erreichen können, zum Vorteil der Reisenden und nicht zum Vorteil der Baukonzerne. Das heißt ganz kurz, bessere Umsteigebeziehungen zwischen S-Bahn und Fernbahn, bessere Orientierung für die Reisenden, weniger Tunnel und weniger Beton. Der VCD wird hierzu Vorschläge ausarbeiten und in das Verfahren einbringen, vorausgesetzt, man beteiligt uns an dem Verfahren. Dies ist uns bisher noch nicht zugesagt worden. Aber wir werden uns den Mund nicht verbieten lassen. Dann präsentieren wir die Vorschläge hier offen auf dem Marktplatz.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde vom Kopfbahnhof, wer, wenn nicht wir, achtet darauf, dass verkehrliche Verbesserungen überhaupt vorgenommen werden? Und wer, wenn nicht wir, achtet darauf, dass die Kostenobergrenze eingehalten wird und Stuttgart 21 nicht zum Fass ohne Boden wird? Und in dem Sinne sage ich euch, oben bleiben! Vielen Dank für euch und vielen Dank an Klaus Neuli für diese tolle Rede. Ich würde mir wünschen, dass ihr alle mal hier auf die Bühne kommen könntet, um zu sehen, wie viel ihr seid. Beziehungsweise, wenn ihr alle hier seid, würdet ihr das nicht mehr sehen. Aber es ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, es ist eine der größten Demos, die wir in letzter Zeit hier auf dem Marktplatz gehabt haben. Und ich glaube, wir werden deutlich mehr. Es ist deutlich spürbar, wir werden mehr. Jetzt muss ich mich bei allen Rednern ein bisschen entschuldigen, weil ich sie so unter Zeitdruck gesetzt habe und Manuskripte gekürzt habe, aus lauter Respekt vor dem Glockenspiel, das um 17.36 Uhr hier gleich starten wird. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt vorher noch mal auf die Bühne zu kommen, aber kommt doch einfach. Dann würde Laron Dächer noch mal spielen und dann würde ich vorschlagen, integrieren wir einfach das Glockenspiel in unsere Veranstaltung hier. Verstehen wir es als eine Referenz der Rathausspitze an unsere Montagsdemo. Und danach geht's zum Bahnhof, wo die Demonstration dann beendet ist. Da finden dann noch weitere Veranstaltungen statt, spontan. Und ich habe gehört, das Banner, was den Zug anführt, ist noch nicht eingetroffen. Aber ich gehe davon aus, den Weg vom Bahnhof findet ihr auch so. Jetzt also nochmal Laron Dächer, wenn es auch nur ein Moment ist, aber danach dem Glockenspiel würdet ihr noch ein bisschen weiterspielen. Vielen Dank euch allen. Klappt so? Ja, wir waren ganz froh, als wir hier runtergeschaut haben, bekannte Gesichter gesehen zu haben aus Resta de Frontera. Die Regine, die hier auf der Bühne steht, haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Und sie hilft jetzt hier ein bisschen mit. Auch eine Strophe dürfen wir singen. Manuela de mi amore, ole con ole yola. Manuela de mi amore, eri tu noche y día, un jardín lleno de flores, ole con ole, ole con ole yola. Morena y maravillosa de rosa Andalucía, eri tu la mejor rosa, ole con ole. Cancela son pa' mí, entra en mía, con luz y alegría.